Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Wir sind jetzt auf dem Weg in den Balkan. Wir werden über Zagreb durch ganz Kroatien fahren. Bosnien geht wahrscheinlich nicht, also Montenegro, Albanien. Lasst uns starten und wer uns folgen möchte, der lasst doch gern ein Abo da. Einfach hier klicken und kann dann immer mit dabei sein. Glocke nicht vergessen, dann bekommt ihr immer eine Nachricht, wenn es losgeht. Oh Mann, das fängt ja gut an. Jetzt haben wir hier in Slowenien einen Steinschlag bekommen. Ja, jetzt stehe ich hier an der slowenischen Grenze und kurz vorher, also nicht mal 1000 Meter vorher, hat es geknallt und plötzlich war ein Steinschlag in der Scheibe. Jetzt habe ich gerade mit jemandem aus der Werkstatt telefoniert und der meinte, ich kann damit weiterfahren, es passiert nichts, die reißt vielleicht weiter, da muss man nochmal dann schauen. Aber erstmal wird sie nicht rausspringen und na gut, dann fahren wir jetzt weiter. Zagreb haben wir jetzt hinter uns gelassen. Jetzt fahren wir Richtung Plitvica Seen und hier haben wir einen wunderschönen Stellplatz entdeckt. Es ist so schön hier, direkt am Fluss stehen wir mit dem Auto. Aber wir wollten heute noch ein paar Kilometer schaffen, darum fahren wir jetzt weiter. Meine Stellplätze, die finde ich immer bei Park for Night. Und jetzt habe ich einen coolen Stellplatz gefunden, direkt an dem Plitvica Seen. Ich bin schon ganz gespannt. Wir sind angekommen hier an dem Plitvica Seen, aber leider hat der Stellplatz keine mobilen Daten, sodass wir weiterfahren müssen, weil ich abends immer noch ein bisschen arbeiten möchte. Wow, wie klar das Wasser hier ist. So sieht der Nationalpark Plitvica Seen aus. Ja, die Plitvica Seen kennen wir schon. Darum sind wir einfach weitergefahren. Und jetzt geht's zum Krka Nationalpark. Und ich hoffe, dass wir wieder so einen tollen Stellplatz finden, wie den hier am See. So, wir sind hier an einem wunderschönen Stellplatz, mitten in Kroatien, auf dem Weg zum Meer, an diesem schönen Platz und haben gefrühstückt. Ist das nicht geil hier? Schaut euch doch mal um. Wir sind hier an einem kleinen See zwischen Zadar und Bosnien-Herzegowina, ungefähr genau in der Mitte. Schaut euch doch mal diese Knallergegend an hier. Hier ist ein schöner Stellplatz für eine Nacht, direkt mitten im Nationalpark Krka, hier an einem See. Und hier kann man auch direkt mit dem Auto stehen, unter schönen Olivenbäumen. Und ein Müllbehälter ist auch dort. Wir
sind jetzt weiter unterwegs im Nationalpark Rika und sieht das nicht Hammer aus? Schaut doch mal. Ich bin jetzt bei den Wasserfällen im Rika Nationalpark. So, jetzt ist mein Plan, hier reinzuspringen in diese Wasserfallbecken. In den Eintritt, den ich bezahlt habe, blende ich euch mal hier ein. Wir mussten bis hierher 3,5 Kilometer laufen. So, ich bin jetzt hier schon mal drin im Wasser. Ich hoffe nicht, dass mein Handy absäuft. Oh, hier ist ein großer Fisch. So, mal sehen, ob ich noch dichter komme. Ich stehe übrigens auf einem Stein. Und wenn ich da abrutsche, dann liege ich drin im tiefen Wasser. Ich wollte nur mal zeigen, welchen Weg man hier ins Wasser geht. Also man muss hier rausklettern und hier oben steht mein Rucksack. Da unten sind die Becken, wo alle schwimmen. Auch von da ganz hinten kommen die. Und da hinten steht unser Auto, ganz am Ende. Ist ja klar, überall wo Touristen sind, gibt es hier auch ganz viele Sachen für Touristen. Einen ganzen Laden voll. Na dann schaut mal, wo ich jetzt angekommen bin. Seht ihr das Meer hinter mir? Ich bin jetzt in einem Ort, den ich gar nicht aussprechen kann. Schebenik oder so. Und ja, hier ist das Meer. Ich stehe mit dem Auto auf einem kostenlosen Stellplatz. Und jetzt bleiben wir erstmal noch ein, zwei Tage hier am Meer. Und genießen ein bisschen Entspannung. So, pass mal auf. Gleich
hier einen wunderbaren Sonnenuntergang. Mal sehen, ob wir den nachher mit drauf kriegen. So sieht doch gut aus, oder? So, jetzt zeige ich euch nochmal meinen Stellplatz hier. Also der ist hier direkt am Meer und die Autos stehen hier unter den Pinienbäumen. Sieht es nicht wunderschön aus? Krass. Oh, es ist schon ganz schön dunkel geworden. Ja, das war Teil 1 unseres Roadtrips im Balkan und Teil 2 folgt bald. Lasst euch überraschen und vergesst nicht das Abo. Dann verpasst ihr auch nicht den zweiten und dritten und vielleicht auch den vierten Teil. Bis dann. Bye, bye.